next? I suppose the location nearest here would be a good place to start. Wohin als nächstes? Der Florence kann es gar nicht erwarten. Der winkt da hinten rum. Der möchte weiter. Erstmal herzlich willkommen zurück zu Dragon's Dogma 2. Ich will auch weiter. Und ich habe mir nochmal eine Steuerung ein bisschen umbelegt auf dem Gamepad. Ich kann auch nicht für 2 Sekunden die Fresse halten, ne? So. Ja, ja, winke, winke. Ich mag den schon ganz gern. Irgendwann müssen wir ihn eh austauschen, weil er nicht mitlevelt. Aber eigentlich will ich wohl zurück zur Stadt. So eine Sache. Was willst du jetzt genau? Wohin willst du genau? This way, if you please, Master. Ja, dann zeig uns mal, wo du hin möchtest. Irgendwas? Will er zu Le Havre? Will er zu dem Dorf? Jetzt geht auch nur zurück. Gucken. Ich habe mir da auch noch eine Markierung gesetzt. Eigentlich muss ich zurück zur Stadt, um meine Aufrüstung mal ein bisschen abzugraden. Warte mal ganz kurz. Ist ein bisschen. Eigentlich sollte ich hier zurück zur Stadt gehen. A fine place to harvest some ingredients. Oh! Goblins! We have no means of exploiting our enemy's weakness. Was ein einzelner Goblin gerade auf uns raufgesprungen ist? Auch ein bisschen suizidal. Stadt irgendwelche Suizid-Goblins. We trounced our foe well and true. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Wo ist ein alternativer Weg in die Stadt? Zumindest einen, den wir noch nicht gesehen haben. Sieht ganz schön cool aus. Hier am Aquädukt entlang. Ein Stadttor. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Berufung, welche Laufbahn ich am liebsten spielen möchte. Der Florence, die Naschkatze, wie er sich selber nennt. Wie sieht's eigentlich aus von der Party her? Levelmäßig, Florence 12, Eleonora und der Ross mit Level 10 geht gerade noch. Das ist noch okay. Ich müsste mir eigentlich mal neue Ausrüstung kaufen. Entweder will ich jetzt weiter den Schurken spielen, den Dieb, oder ich probiere doch ein bisschen noch mal eine andere Klasse. Werden wir schon mal machen. If you refer to changes in the military's makeup, I've heard the same. Zielkristalle. Die Verwendung eines Reisesteins wird dich augenblicklich zu einem Zielkristall transportieren. Zielkristalle sind permanente Bestandteile von Städten, aber du kannst auch deine eigenen Zielkristalle an Orten deiner Wahl platzieren. Du kannst bis zu 10 Zielkristalle gleichzeitig an verschiedenen Stellen in der Welt platzieren. Einmal platziert, kann ein Zielkristall entfernt werden, wenn du ihn woanders hinlegen möchtest. Du musst mindestens einmal mit permanenten Zielkristallen in Städten interagieren, bevor sie als Reisesteinziele verfügbar werden. Interagier mir doch damit. Tell it. There's been a shift in the chain of command. Was ist denn hier? Feuer. So, wir sind jetzt wo in der Stadt? Hier, sind von der Seite gekommen, oder? Hier haben wir einen Barbierladen, eine Karrenstation, hier ist der Zielkristall, Vasallengilde. Ich gucke mal in die Vasallengilde rein. Ich wollte mich mal gucken, ob ich die Einstellung von unserer guten Eleonora ändern kann, wie es auf Deutsch richtig heißt, Inclination. Die ist mir nämlich ein bisschen zu passiv und das ist als Tank nicht so gut. Perhaps new discoveries await us above. Ihre Leiter. Wo ist jetzt mal die Leiter? Die reden immer. Da ist eine Leiter. Reden Sie von der Leiter da oben oder was? Hier ist eine Leiter. Das sind nämlich Leiterfans. Das macht mich ganz irre. Aber erstmal gehen wir zur Vasallengilde. Man hat immer so viel zu tun, dass ich aber ein bisschen überwältigt bin und mich dann verzettel. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Ja, go. We've more places to go, yes? Then let us be off. Sie ist jetzt aufgemacht, wie sie auch mal gesehen hat. Also sie könnten mal ein bisschen weniger vor sich hin blubbern, weil das sich irgendwie doch arg viel wiederholt und einfach mal ein bisschen chillen. Laufbahn geht, aber ist ja eher meine Geschichte. Vasallen, großer Riftstein, Vasallengilde. Ist das im anderen Haus dann? Oder komme ich da irgendwie unten durch?
location nearest here would be a good place to start. We were to make for Half Village, as I recall. It is not far from here. Ja, Half Village kommt schon noch. Gib mir noch mal 3 Sekunden hier in der Stadt. Das ist Shakirs Gasthaus. Komme ich da irgendwie durch auf die andere Seite? Ah! Okay, ich dachte, ich falle hier runter. Ja, auch ein bisschen schlechte Architektur gewesen, wenn man hier in den Tod stürzt. Schlecht für die Stammkunden. Das ist genau hier. Also. Ich muss hier irgendwie rein. Hier. Reist einen Tag und eine Nacht lang gemeinsam. Guck, wir haben einen Lazarus-Steinsplitter bekommen. So. Aber kann ich jetzt hier neue Leute anheuern? Oder kann ich auch. Ändert. Ah, guck, das ist doch. Ändert Stimme und Wesensart. Zu gutherzig. Besonnen. 2000 muss ich jetzt ausgeben, weil ich am Anfang ein bisschen gepennt habe und das falsch ausgewählt habe. Ich glaube, geradlinig ist das Richtige. Oder? Hat jemand mal in den. Ich habe es in den Kommentaren mal geschrieben, dass das das Richtige wäre. Das ist übrigens die Kunst der Metamorphose, wo es gerade den Shitstorm zu gibt. Habe ich ein Video zu gemacht, zu dem ganzen DLC-Shitstorm. Guckt euch das mal an, falls euch das interessiert. Gradlinigkeitsweihrauch. Ändert geradlinig, schlicht. Ändert aber auch beides. Vielleicht will ich aber gar nicht beides ändern. Habe ich auch nicht die Wahl. Wo sehe ich meine Goldvorräte? Weiß ich nicht. Ich google mal kurz, was die richtige Wesensart ist für einen Tank. Die Lenora ist ja falsch. Ja, nichts gefunden so richtig. Das ist halt das Problem, wenn man noch neu ist. Aber ich denke mal, wir probieren das mal den geradlinig mal. Im Lager. Verbleibende RK. Aber ich habe doch. Ach, Riftkristalle. Ich dachte Gold. Riftkristalle haben wir nur 44. Das ist ja ganz schön viel. Zufällig. So den Zugang. Kann ich mir das gar nicht mehr leisten. Muss ich drauf setzen, dass sie. Ja, dann nicht. Many thanks. Nothing caught your eye? That's a shame. Let's hope there's all worth our coin next time. The Arisen is ever prudent in the application of coin. Das ist natürlich unangenehm. Riftkristalle von mir. So. Ich muss nochmal um, ob ich mir irgendwie Rüstungsladen und Schmiede. Aber solange ich, dann ändere ich aber nochmal meine Laufbahn. Weil dann will ich lieber als Dings unterwegs sein. Als Bogenschütze. Da kann ich das Aggro besser kontrollieren und so und muss nicht vorne weglaufen. Und dann probiere ich später nochmal den Dieb aus. Ihr könnt ja auch selber noch mal schreiben, was ihr gern sehen wollt. Ich werde auch mehrfach einfach mal wechseln zwischendurch. Nachdem, worauf ihr Bock habt, auch worauf ich Bock habe. Kann man mal Sachen sehen. Ist das hier der richtige? Laufbahngilde? Bin ich da richtig bei dir? Greetings. Welcome to the Guild Hall. Ja, genau. All manner of procedures pertaining to vocations. Ja, Laufbahn wechseln. Sind schon deep. Kann ich denn, bevor wir wechseln, kann ich mir noch irgendwie. You see, as we currently have. And we cannot simply purchase more. As a delivery of arms intended for the local armory and so regrettably I cannot assist you. Let me see. What else can I tell you about you? Jetzt habe ich ein bisschen durchgescrollt. Ich wollte eigentlich noch schnell hin, aber ich habe ein bisschen erzählt, dass man die Advanced Vocations, die für die fortgeschrittene Laufbahn hier gerade nicht auswählen kann, ein bisschen Probleme beschrieben, vielleicht ist auch eine Quest mit drin. Ich gucke mal ganz kurz, Fertigkeiten. Fähigkeiten haben wir nämlich welche freigeschaltet beim Corvus und bei Eleonora möchte ich das auch gleich mal machen. Verringert die Wahrscheinlichkeit, anvisiert zu werden. Das ist auch schon mal ganz gut. Kaufen wir uns. Ausrüsten gleich. So. Genugtuung. Stellt Gesundheit wieder her. Klingt auch gut. Ausrüsten. Kommen die beide jetzt? Zeigt ihr mir alle, die ich zur Verfügung habe, auch von der anderen Laufbahn oder nur von dem hier? Scharlachroten Kuss, die Wiezen, das ist alles. Waffenfertigkeiten, den beißenden Wind noch verbessern. Also das ist halt das Coole an dem Spiel, wenn wir jetzt ein bisschen weiterkommen, was man da alles freischalten kann. Ich will mal wieder zum Bogenschützen wechseln.
wechselt automatisch die Waffen, oder? Ach, ich habe meinen Bogen, glaube ich, irgendwo anders gegeben. Muss ich mal wieder zurückholen. Das machen wir gleich. Wir sind jetzt wieder Bogenschütze. Da kann ich mir noch Hinterhalt kaufen. Dann rüsten wir auch aus. Das ist genau das, was ich gucken wollte. Also man muss schon in das Menü gehen, um die Sachen freizuschalten. Und jetzt habe ich zwei passive Fähigkeiten von meiner Dieb-Klasse und eine Hinterhalt von meiner Bogenschützenklasse. Und man kann halt aus den verschiedenen Laufbahnen sich jetzt was zusammenbasteln bei den verfügbaren Fähigkeiten, bei den passiven Sachen. Die Kernfertigkeiten kann man immer nur mit der jeweiligen Klasse spielen. Das nehmen wir aber alles mit, dass wir das halt haben. Wir brauchen ja diese DP, diese Disziplinspunkte. Wir schalten mal alles frei. So, muss ich gucken, was ich wo frei. Schreckensfall. Das klingt ganz gut. Scharfer Blick. Explosionsschuss. Mit ruhiger Schuss werden Falle noch mächtiger. In dem Bogen fast voll geschwänzt. Okay. Scharfer Blick. Mache ich mal statt das Explosionsschuss. Und dann probieren wir die ein bisschen aus. So, Schreckensfall funktioniert so, muss man ein bisschen ziehen, idealerweise noch mit einem ruhigen Schuss. Der Fächerschuss, der scheint mir halt nicht ganz so doll, ehrlich gesagt. Gegen so Gruppen am meisten will ich erstmal lieber einzelne ausschalten, dolle. Standard, die zugeordnete Taste drücken, ruhiger Schuss, die zugeordnete Taste drücken, dann X loslassen. Muss ich auch gleich nochmal probieren, wie das genau geht. Fertigkeiten ablegen, können wir auch noch. Aber ich möchte den Schreckensfall, den finde ich irgendwie ganz cool, den möchte ich da oben hin tun und den scharfen Blick dahin. Und der blöde Fächerschuss, okay. Medaillons, okay. Methinks Roderick will be able to tell you aught of the stolen shipment. Guck jetzt noch irgendwo Roderick. He runs the local armory, and we purchase almost all of our stock from him. May fortune smile upon you, sir. We should begin by asking. Bisschen weggeklickt. Vielleicht können wir es noch mal kurz angucken. Ich glaube in der Chronik. Informationslogbuch. Abenteuerlogbuch. Ich dachte, ich kann vielleicht noch mal hier Dialoge nachschauen. Nee, egal, nicht so schlimm. Ourselves. Where is it and how can we get it? Ich überlege dann, das werde ich gleich mal probieren, ob ich dann den Bogenschützen lieber mit Maus und Tastatur spielen möchte. Could you come over here? Du solltest mit dem örtlichen Waffenschmied reden, richtig, da kann man eine Quest auswählen oder bekommen, wenn es gerade erzählt hat, dass er die... Was ist denn los, Florenz? Was ist los? Der ist so ein bisschen übereifrig. Oder führt uns zu dem Schmied. Wir wissen, wo der Schmied ist. Also ich weiß es. Nein, wir gehen jetzt nicht raus. Mann, Florenz. Halt mal die Backen. Zu mir. Richtig. Ich bin der Chef. So, was wollte ich sagen? Der Reihe nach. Ich wollte meinen Bogen wieder ausrüsten. Und ich bin nicht ganz sicher, wer den hat. Hat den überhaupt jemand? Den habe ich. Hatte ich den irgendwie bei jemand anders zwischengelagert, der damit weggegangen ist? Okay, der Florenz hat den. Ich habe schon kurz Schiss gehabt. Wo ist das Kleidungsstück? Jetzt hat er aber alles ausgerüstet, okay. Guck mal ganz kurz die Leute nochmal durch, ob da irgendwas ist. Das ist auch alles ausgerüstet. Der hat selber einen Bogen. Einen Kampfbogen. Der hat irgendwelche Klamotten hier. Die hat ihren
die Geschichte. Das Spiel ist schon einigermaßen komplex. Da muss ich wirklich die Zeit nehmen. Ich kann mal das benutzen. Da habe ich mehr Tragekapazität. Sehr schön. Muss ich da wirklich ein bisschen Zeit nehmen. Ist nicht so simpel alles. Gasthof kann ich auch auf Truhen zugreifen, damit ich da nochmal ein paar Sachen reintun. In der Truhe werden die Sachen auch nicht schlecht, was ganz nice ist. Und das habe ich schon vergessen tatsächlich. Das erledigen wir jetzt eben noch bei dem Geschichten mit den Laufbahnen, dass ich neue Fähigkeiten für Eleonora kaufe. Vielleicht kann sie dann endlich mal irgendwann vernünftig tanken. Ich mag sie ganz gern, die Eleonora, aber kann sich mal ein bisschen mehr Mühe geben. So, sorry, nochmal da. Good tidings, sir. How fares your retrieval of those plundered weapons? Haben wir noch nichts gemacht. Magiestab. Ach, so, wir haben schon Sachen gefunden, die ich mir geben kann, oder? Die habe ich überhaupt nicht. Sehr witzig, dass wir die verabrechen. Will that be all then? May fortune. Let me see. What else can I tell you of our guild? So. Eleonora. So, wir müssen für Eleonora ein bisschen was kaufen. Wir kaufen erstmal ein paar passive Fähigkeiten, Beharrlichkeit, erhöht die physische Geschichte. Verteidigung, so. Und Provokation, dann wird sie eher von denen angegriffen. Sehr gut. Auch ausrüsten. Jetzt kriegen wir auch langsam mal was zusammen. Das war echt, ich bin zu unvorsichtig mitten in der Nacht, ohne mich auszurüsten, herausgelaufen. Sonst braucht sie auch mal ein paar neue Kernfähigkeiten. Nutzen Schild. Kontern. Ja, die kriegt jetzt mal die ganzen Sachen, die sie nutzen soll. So, jetzt hat sie mal ein paar Kernfähigkeiten. Und Waffenfertigkeiten kriegt sie auch noch. Vier Stück soll sie bekommen. Kriegt erstmal einen verbesserten Schildschlag. Schildruf. Lockt umstehende Ziele an. Steuert Verbündete mit dem Schwert in die Luft. Das ist ganz cool. Dreht sich flink auf der Stelle und blockiert Angriff aus allen Richtungen mit dem Schild. Nützlich für die Flucht. Ich habe das Gefühl, sie muss erstmal tanken überhaupt. Explosion. Ja, dass sie schnell da reinläuft und die Leute mal angreift. Finde ich auch ganz gut. Da sind uns schon unsere DP schon alle. Ja, okay. Geht's dann doch schnell. Man kann sie auch umskillen, wenn man das wollen würde. Okay, aber so ist erstmal ganz gut. Ganz kurz gucken, ob die Aufnahme richtig funktioniert. Irgendwie hat gerade eine komische Fehlermeldung gemacht. Sieht aber ganz gut aus, oder? Ja. So. Danke. Do come again. Okay. Eleonora ist jetzt auch ein bisschen besser. Vielleicht klappt das jetzt alles. Ganz kurz. Das muss ich erstmal zu dem Waffenschmied kaufen. Laufen. Checken, ob der einen Auftrag für uns hat. Und uns Informationen gibt. Gleich. Und dann werde ich vielleicht auch einen neuen Bogen kaufen und ihn auch ausrüsten. So, erstmal Moin sagen. I recognize that weapon. It is one of my wares. At least 'twas meant to be, before those fiends made off with it. Nay, I won't have it back. I only hope you gave the beasts a good thrashing. Have you been to see Klaus yet? He'll be able to change your vocation for you now. Go on. Take it to him with my blessing. Welche Waffen denn bei ihm? Ich brauche erstmal, ich will einen besseren Bogen. Wir haben genug Gold. Jagdbogen. Ja, dann gönnen wir uns mal einen Bogen nach Maß. Sonst irgendwelche Sachen. Niederschlagen. Schwerer, aber besser. Kaufen. Jetzt ausrüsten. Ja. Ausrüstung verbessern. Waffenverbesserung. Wenn du die erforderlichen Materialien zur Hand hast, kannst du deine Waffe in jedem Laden mit einer Esse verbessern. Erwäge deine Waffe entsprechend in der Stufe und deinem Kampfstil zu verbessern. Es werden verschiedene Schmiedestile bei der Verbesserung eingesetzt und jeder führt zu einem anderen Ergebnis, wie einer moderaten Allgemeinverbesserung oder einem signifikanten Anstieg an Magie oder Macht. Wähle den Stil, der am besten zu deiner bevorzugten Waffe und deinem bevorzugten Kampfansatz passt. Okay. Den Bogen nach Maß ist der Kampfbogen. Der ist halt echt nicht gut. Ne? Der ist nicht super schlecht, aber auch nicht gut. Sondern den haben wir ausgerüstet. Den kann ich jetzt verbessern. Ja. So, was benötigte Materialien? Echsenschuppe. 2 von 3. Was anderes haben wir verbessert? Ich habe gar nicht gesehen, was. Ich dachte, ich muss das erst anklicken. Was haben wir denn schon gemacht da dran? Was ist denn darin eingebaut? Kann ich mir das angucken?
Was habe ich jetzt da schon reingebastelt? Ist ja auch nicht verkehrt. Banditenweste. Abbrechen. Stopp. 37. Braucht dafür nichts. Kostet nur 37. 37 Gold ist ja nichts. Da kaufe ich mir vorher vielleicht noch eine bessere Rüstung. Oder ich kaufe eine Rüstung für. Also man kann so viel machen. Ein bisschen überfordert manchmal. So. Für Eleonora vielleicht. Entschuldigung. Das Geld gut ausgeben. Ja, alles gut, Björn. Ich will was für Eleonora kaufen. Wir müssen die mal ein bisschen tanky machen. Eine kleine Verbesserung. Und jetzt das 10% ungefähr. Kostet 2000 Gold. Hartlederhelm. Ist ja fast genauso gut. Kostet ein bisschen weniger. Gefiederte Kappe. Dass man die Hartlederhelm nicht sieht bei ihr. In den Sachen schon. Sieht auch ein bisschen scheiße aus, ehrlich gesagt. Unsichtbarer Schatten. Boah, kann man viel kaufen, ne? 12.000 Gold? 10.000? Plattenharnisch 5.000 nur. Aber es hat auch nicht so viel besser. 190. 187. Ich hoffe, wir haben eine bessere Rüstung. Eine hier. Wenn trägt sie nur so ein Kettenhemd, ne? Ja, hier. Das kriegt sie. Ich bin mal großzügig jetzt. So, before you check the price, just remember. Wollen wir es nicht gleich übertreiben? 8.000 haben wir nur noch. Weil ich brauche noch gleich Geld. Many thanks. I appreciate the business. Ich habe eine bessere Waffe gekauft und eine bessere Rüstung für Eleonora. Hat sie auch schon gleich an. Kann ich auch gleich ein bisschen was verkaufen. Erstmal sind wir eh ein bisschen überladen. Ja, bla bla. Verkaufen, so. Man muss so Gewicht sortieren. Wir verkaufen den alten. Nee, das ist der gute Kampfbogen. Nee, das ist der alte Kampfbogen, oder? Wo ist denn dann der andere? Also die Sachen sind nicht intuitiv. Man muss sich in das Spiel wirklich reinfinden, wo was hier ist. Ring des Hochgefühls, auch gleich mal schauen. Eleonora kann das... Doch, man sieht es doch so. 280 Gold. Man sieht die Sachen... die man gerade ausgerüstet hat, nicht. Weil bei manchen, das ist halt nicht ganz konsistent, weil manche Sachen sind mit einem E markiert. Ganz kurz. Niedriges, höchstes Gewicht. Genau, der Bogen nach Maß ist der richtige. Und da steht auch ein E dran. Aber es ist nicht alles, weil die Laterne habe ich ausgerüstet und die erscheint im Verkaufen-Menü. Also es ist nicht so, dass alles, was man angelegt hat, nicht verkauft werden kann. Das ist irgendwie inkonsistent. Naja, muss man sich dran gewöhnen. Ich wollte mal gucken, dass ich nicht außerdem gleich meinen tollen Bogen verkaufe, den ich mir gerade erst gegönnt habe. Das heißt, ich kann den Bogen verkaufen. Ja. Das meine ich halt. Die Laterne ist da. Die ausgerüstet, die anderen Sachen sind nicht da. Whatever. So, das Schwert haben wir gefunden. Zwei Hände. Brauchen wir aktuell nicht. Wird verkauft. Ist ja ganz gut, wenn das Gewicht hier mal mit gleich stehen würde. Das finde ich immer ganz übersichtlich. Ist es leider nicht. Jetzt haben wir nur noch Mittel. Sonst auch was. Eleonora hat die Sachen. Ich verkaufe die ganzen. Ich verkaufe mal von den Sachen, die irgendwie auch schon ein bisschen rumgammeln. Habe ich ein bisschen was rausgeballert, weil es hält auch nicht so ewig. Ja. Ich muss die eigentlich mal irgendwie muss mehr von den Sachen lernen, die ich daraus herstellen kann. So, Florence. Ein Zaubererhut. Aber hat er den jetzt an oder nicht an? Wir haben ja gefunden. Ich verkaufe das jetzt mal. Ich brauche ein bisschen ganze Verbesserung eingesetzt, denn das ist eigentlich wieder ganz gut. Mittel und Ross. Trägt die Sachen mit sich rum. Der Uferfisch wird doch bestimmt wieder schlecht. Den verchecken wir mal. So. Okay.
Jetzt kann ich auch Ausrüstung verbessern. Gehen wir mal zu Eleonora. Wir haben ja gerade was Neues gekauft. Gucken, wie wir es verbessern können. 282 Gold und wird leichter und bessere Abwehr. Ja, hier. Guck, das erste braucht man, für die erste Verbesserung braucht man immer gar keine Materialien. Das habe ich dann vorhin auch nicht gehabt. Okay. Feenklinge. Das ist immer nur so ganz kleine Verbesserungen, wenn man wirklich eine gute Waffe hat und die dann, das kann ich mir nächstes Mal. Okay. Wir sind schon ein bisschen besser unterwegs jetzt. Und der hat uns jetzt zurückgeschickt zu dem in dem im Gasthaus. In der Gildengeschichte. Greetings. Here we conduct all manner of procedures pertaining to vocations. It methinks Roderick will be able to. He runs the local armory. May fortune smile upon you, sir. Always a pleasure. Ja, Roderick hat auch gesagt, er soll zurück zum Klaus gehen. Die können sich auch nicht entscheiden. So cool übrigens das ganze Kampfsystem ist und vieles an der Steuerung. Ich komme nicht drüber hinweg, dass die Kameradrehung und auch die Bewegung irgendwie so weird ist manchmal, gerade in der Stadt. The goblins. I hope you can reclaim aught from the fiends. It would bring me peace of mind to know someone taught them a lesson at least. Entlang der westlichen Straße. Wir reden nochmal mit ihm. The goblins' lair lies somewhere along the western road. I hope you can reclaim aught from the fiends. It would bring me peace of mind to know someone taught them a lesson at least. Okay. Jetzt haben wir noch einen Auftrag. Können wir gleich mal als vorrangigen Auftrag. Das möchte ich mal als erstes machen. Mayhap this life. Gegenstände, jetzt können wir noch ein paar schwere Sachen mal kurz jemanden anders geben. Zum Beispiel Eleonora. Ich möchte nur leicht. Das können wir mal ausrüsten. Noch ein bisschen besser geschützt. Das können wir nicht ausrüsten. Gebe ich das mal Ross. Ich möchte leicht unterwegs sein. Mit Ausdauer wieder her. Da habe ich bei der, in der Pause auch ein bisschen gesehen, dass ich das benutzen kann direkt. So viele Sachen. Ja, dann bleiben wir bei Mittel. Oh, excellent find. Auf Stopp, stell mal wieder weg. Ich wollte mal was probieren. So, hier kann ich nämlich Arzneitrank nehmen, Laterne anmachen, zum Gegenstandsmenü direkt. Okay. Und Hartknollen, Ruboranz kann ich auch direkt nehmen. Also ich kann meine Ausdauer und meine Heilung direkt hier, wenn ich LB drücke, mache ich habe das ein bisschen unbelegt. Damit greife ich jetzt mit LT und mit den rechten mache ich Kämpfe. Okay, springen, sprinten, ruhiger Schuss. Müssen wir das noch ein bisschen checken. Grundhaltung, kampfbereit. Fächer Schuss, scharfer Blick, ruhiger Schuss. Auf Y, das hat er irgendwie nicht so richtig drin, obwohl da noch eigentlich ein anderer Pfeil ist. Schnellschuss. Ich gehe mal aus der Stadt raus, um noch mal ein bisschen kurz Schießen zu üben. Und im Westen, darf ich bitte rauszoomen? Also zurück zur Weltkarte da. Hier haben wir noch einen Auftrag für die Lieferung. Und dann gehen wir noch mal Richtung Westen hier raus, aus der Stadt. Jetzt würde ich ein bisschen besser gefeit sein. Mich that looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Ich muss nochmal nachgucken, ich habe vergessen, wie dieser Effekt heißt. Der hat einen Namen im Film. Wenn man sich auf was zu- oder wegbewegt und entgegengesetzt dazu rein- oder rauszoomt. Das kann so ein ganz cooler Effekt sein. Das wird manchmal verwendet, um so ein Panorama aufzumachen und was. Wenn ich den Namen jetzt wüsste. Das gucke ich jetzt auch nochmal nach.
you. Staring arisen. Has aught yonder caught your eye? Indeed, I'd not expected things to change. This is looking rather hopeless. I expect we've the dragon to thank for this as well. It must have startled the beast out of their lair. Concern it! I suppose we walked all that way from there. Aye, it was quite a trek. Even if we had but to follow the road west from Vernwald. Ups, eigentlich wollte ich die Aufnahme pausieren. Ich habe jetzt gerade gemerkt. Ich habe sie laufen lassen. Ich weiß gar nicht, wie lange. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, was ich eigentlich wollte, ist ein bisschen halt probieren, welche Steuerung ich für den Bogenschütz am liebsten mag. Und habe ein bisschen geguckt, dass ich da dann das auch vielleicht zur Voreinstellung wechseln kann. Und ich probiere jetzt mal mit Maus und Tastatur zu spielen. Weil das könnte fürs Zielen eigentlich besser sein. Es wird gerade schon wieder dunkel. I'll gather these now. It would be a shame to forget their location when we need them most. Ja, aber dann gehe ich nochmal schlafen zu morgen. Ich will jetzt nicht noch meine Nacht losziehen. Wenn das passiert, okay, whatever. Aber ich muss ja nicht extra losgehen, wenn es gerade Nacht ist. Das wäre ein bisschen doof. Wir gehen nochmal zum Gasthaus. Nur auch diese Truhe. Wo ist denn da einfach so eine Truhe? Ah, okay, das sah gefährlich aus. Aber das ist nur eine Schatztruhe, die sie entdeckt haben, so rum. Wo ist denn die? We ought to put it to good use. Dann macht halt mit eurer Leiter. Anscheinend ist da ja bei der Leiter, die ihr mal entdeckt habt, tatsächlich ja was. Mach die Laterne an. So, wo ist jetzt hier die blöde Truhe? Ah. One never can have too many of these. Let us take care when and how we put them to use. Sieht mal aus, als würde sich gleich auf die Fresse legen, wenn er da so runterspringt. So, hier, man sieht es doch schon am Schild. Das ist eine Taverne. Und hier möchte ich jetzt mal ein bisschen ausruhen. Du schon wieder? Welcome to the Star Drop Inn. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup to eine Runde ausgeben? Zeit vertreiben? Nein, ich will übernachten im Gast. Das ist nur zum Fressen hier, oder was? Nur Zeit vertreiben. Come back anytime. Das ist nur so ein kleiner Gag, oder was? Immer noch Nacht. Gasthaus. Da ist das. Das Bett ist dann eher bei Shakirs Gasthaus. Im Sternenfall kann man anscheinend nur saufen. Okay. My bad. Oder müssen wir jetzt mit jemand anders reden? What luck! 'Tis a chest! Let us hope your curiosity will be rewarded. Ich
klauen die ganze Zeit hier. Irgendwann fliegen wir noch aus der Stadt, weil hier nur geklaut wird. Mit wem muss ich denn hier reden, um zu schlafen? Oder ist das eine Ebene tiefer? Eine Ebene höher? Wahrscheinlich hier. Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads, despite the hour. War alles toll. 2000 Gold. Lager. Mal was einlagern. Dass es nicht schlecht wird. 3 einlagern. Fruchtrohbuchanz. Das muss man irgendwie verarbeiten. Mein Shop. Die Steuerung ist sowas von unintuitiv. Schlaf zu heilen. Lass mal einlagern. Schwächung, Erfrierungen. Ja. Durchnässt. Brennstoff ist mal ganz gut. Das lagern wir auch mal ein, dass ich nicht so vollgelagert, vollgeladen bin. Dann kommen wir mal wieder, wenn wir das brauchen und können dann alles da rausholen. So, das sieht jetzt schon ein bisschen besser aus. Danke. Und dann übernachten wir mal kurz. Bis zum Morgen. Ich will mir auch ein paar Sachen auf die Daumentasten mit der Maus legen dann. Aber man muss jetzt mal verstehen, wie sie jetzt mit der Maus jetzt spielt und wie sie es anfühlt. Oh. Die hat eine Reise gemacht. Die war nachts, wir pennen schön und die hat jetzt woanders hier Sachen erledigt. Die hat 3 Daumen hoch bekommen. 300 Rift-Kristalle gesammelt. Und sie hat seinen Auftrag abgeschlossen. Nicht aus. Abgeschlossen. Er weckte, besaß einen seltenen Gegenstand. Ich habe eine Lektion gelernt und werde sie nicht vergessen. Okay. Sehr nice. Wir haben Geschenke bekommen, Apfel, reifer Apfel und fauliges Bestienrippchen. Alter, ich bin immer noch Äpfel mitgegeben. Ich kriege von irgendjemandem hier faule Theo, Bobo und von Conan, das merke ich mir. Alles ins Lager. Das merke ich mir, Conan. Ja, neuer Vasallenauftrag. Art Gegenstand erhalten, Vasallenabzeichen verdienen, Auftrag für andere Spieler, Züge Zyklop, Belohnung, reifer Apfel. Groß. I fought many battles in my journey, but the thrill of felling a colossal foe goes unmatched. Mal gucken, ob das irgendwie klappt. Aber ich bin ja jetzt immer noch in meiner Party trotzdem. Ja, nicht, dass die jetzt weggegangen sind. Das wollte ich auch nur checken. Ist wieder hell draußen. Das ist sehr schön. Follow me, if you would. Ja, ich bin gespannt, ob euch das auch so geht mit der Kamera, ob ich mir das so einbilde, ob ich irgendwie eine Schwäche habe. Aber gerade eben, als ich die Treppe runtergelaufen bin, wirkt das mir genauso. Desorientierend, das ist das Wort, was ich gesucht habe. So ein bisschen desorientierend, finde ich. Schnellschuss, Vasallenschuss. Look yonder, toward the sea. I espy a distant shore, a land untraveled. What sort of place might it be, I wonder? Was möchte Eleonore uns jetzt sagen? Wo möchte sie uns hinführen? Das hat so ein Rollenspiel, wo man wirklich mal ein bisschen Zeit investieren muss, was so ein bisschen mehr. Da schießt aber irgendwelche Vögel ab. Einarbeitungszeit erfordert.
If I might be so bold as to speak my mind, bitte? The private quarters of one arisen. I'd wager there's aught to be found here. We ought to take a closer look. Komm mal her. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit. Let's not let them go to waste. I shan't allow any further harm to come to you. Ja, los, kämpf doch mal. Oh. Well aimed strike, right where it hurts. Wo sind denn da ran? If we're to have any hope of victory, we must employ every tool and tactic at our disposal. Naomi. Das zoomt mir ein bisschen zu sehr rein, der scharfe Blick. Im normalen Kampf kann ich das nicht benutzen. Keine Ausdauer mehr, deswegen steige ich jetzt hier gerade so rum. Ben? My magics are at your disposal. Dafür ist das ziemlich gut. Ach, die jetzt schon wieder hier.
Okay. Lenora ist ein bisschen aufgestiegen. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's all to be found while we're here? Ist jetzt mittendrin, aber bis dann, wenn ich so viel wechsle, das ist nicht so ideal. Es fühlt sich jetzt ganz anders an mit Maus und Tastatur. Zum Zielen ist es schon besser. Aber es hat auch seine Nachteile. The creature's talons are useless while it's pinned. Pray, make full use of this opportunity to fell it. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob ich so ein großer Fan von dem Spielstil von dem Bogen. Von dem Bogen bin. Ganz okay. Nicht schlecht. Ein paar Sachen schon. Man kann wieder besser die Schwachpunkte schon anvisieren. Und es ist natürlich leichter, wenn ich jetzt irgendwo hinten Gegner sehe, anstatt zu warten, dass Eleonora da bitte mal hingeht und die angreift und dass die auch tankt, dass ich die schon mal pullen kann, eventuell, oder einfach schon erschießen. Weil wir noch Schaden haben. Das ist halt eine Sache, die ja ganz gut ist. Aber so, es spielt sich irgendwie actionreicher und auch cooler, wenn man da selber zuhaut und ein bisschen dann die Kombos spielt im Nahkampf. Wenn man auch auf die großen Monster klettert und da ihre Schwachstellen dann bekämpft. Es dauert natürlich ein bisschen länger, bis man an den Schwachstellen dann dran ist. Da verlasse ich mich auch ein bisschen auf eure Meinung. Also schreibt es mir in die Kommentare, was ihr mehr sehen wollt. Jetzt von den beiden. Vielleicht probiere ich auch noch mal einen Krieger aus. Wer weiß, Magier wahrscheinlich nicht. Es wird ähnlich weniger actionreich sein wie der Bogenschütze. Aber wollt ihr lieber Bogenschütze sehen oder lieber den Dieb? Und dann gucke ich mir das mal an. Also vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Jetzt haben wir uns gut vorbereitet und können dann halt mal hier ein paar Quests erfüllen und gucken, dass wir da weiterkommen.